Moin. Moin. Ich bin Amira Mohammed Ali. Ich bin 37 Jahre alt, Rechtsanwältin und nein, ich bin nicht mit dem berühmten Boxer verwandt. Oh, schade. Ich lebe seit gut 10 Jahren in Oldenburg. Mhm. Und ich bin hier, genauer gesagt für Oldenburg und das Ammerland, die Kandidatin der Partei Die Linke für den Bundestag. Ah, interessant. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum Sie bei den Bundestagswahlen am 24. September Die Linke wählen sollten. Ja, schon. In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Gründe nennen. Ich möchte Ihnen sagen, wofür ich eintrete und was ich politisch erreichen will. Na, dann schießen Sie mal los. Warum kandidiere ich? Ich engagiere mich für eine Gesellschaft, in der alle Menschen sozial abgesichert sind. Klingt gut. In der man in Frieden und frei von Existenzängsten leben kann. Ich möchte, dass wir in einem Land leben, in dem es kein Hartz IV mehr gibt. Stattdessen eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro pro Monat. Denn jeder Mensch verdient ein menschenwürdiges Leben, ohne Angst. Einfach, weil er ein Mensch ist. Ganz meine Rede. Mir ist es wichtig, dass Menschen von ihrer Arbeit gut leben können und am Ende ihres Erwerbslebens eine Rente bekommen, die ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Und dafür braucht es einen Mindestlohn von 12 Euro. Denn verdient man weniger als das, liegt die Rente nach 40 Arbeitsjahren unter der Grundsicherung. Ich glaube an ein Recht auf Wohnen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle. Wir wollen den Miethaien die Zähne ziehen. Stichwort Zähne. Ich will nicht, dass man den Menschen an den Zähnen ansehen kann, wie groß ihr Geldbeutel ist. Ich auch nicht. Darum fordern wir keine Zuzahlung für notwendige Gesundheitsleistungen mehr. Her mit der solidarischen Gesundheitsversicherung für alle. Die Frage ist immer wieder, wie können wir das alles bezahlen? Wie eigentlich? Die Antwort? Indem man hohe Einkommen und große Vermögen steuerlich stärker belastet. Dann können Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen entlastet werden. Nach dem Steuerkonzept der Linken wird jeder, der weniger als 7.100 Euro brutto im Monat verdient, entlastet. Mhm. Und wir wollen eine Steuer für Millionäre. 5% ab der 2. Million. Zum Thema Flüchtlinge möchte ich Folgendes sagen. Die teuersten Flüchtlinge sind Steuerflüchtlinge, die sich aus der gesellschaftlichen Verantwortung stehlen. Es wird Zeit, nicht mehr zur Seite oder nach unten, sondern endlich nach oben zu blicken. Denn von dort aus werden wir betrogen und ausgebeutet. Nicht von Hartz-IV-Empfängern oder Flüchtlingen. Und nicht zuletzt, wir brauchen Frieden. Sozialen Frieden in unserem Land und Frieden in dieser Welt. Darum bin ich absolut dafür, alle Waffenexporte und die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu stoppen. Konsequent. Das alles, das bin ich, Amira. Sympathisch. Ich bin bereit, für die soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu kämpfen. Sind Sie es auch? Yep. Mit uns zusammen? Und ab. Dann wählen Sie am 24. September Die Linke. Das mache ich.